Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Lesemonate für den August und für den September für euch. Ich habe im August 3 Bücher gelesen, deswegen, und da ich dann halt genau dann im Urlaub war, als ich das eigentlich dann drehen wollte, habe ich gedacht, ich passe das einfach zusammen für August und September. Ich habe im August, wie gesagt, 3 Bücher gelesen und im September 7 Bücher tatsächlich. Genau, und das möchte ich euch jetzt heute einmal zeigen, was ich so gelesen habe, wie ich es fand. Und genau, schnappt euch schon mal eine Tasse Tee, denn es könnte ein bisschen länger werden. Und genau, ich drehe jetzt hier im Schlafzimmer, weil ich meine Bücherregale aussortiert habe. Dazu wird es auch noch ein Video geben, also seid auf jeden Fall gespannt. Und das sieht halt gerade nicht sehr schön aus, deswegen drehe ich jetzt einfach hier und genau, hoffe, es stört euch nicht. Genau. So, ich habe im August 2 Bücher als Hörbuch gehört und 1 gelesen. Ich habe auch zuerst die Hörbücher gehört, deswegen würde ich damit jetzt einmal starten. Ich habe die natürlich nicht hier, deswegen werde ich euch die Cover hier einmal einblenden. Nicht wundern, dass ich ab und zu mal nach unten gucke, weil ich meine Notizen hier stehen habe. Und zwar habe ich als erstes Küsse zum Nachtisch. Gott, dieser Titel, ja, gelesen, beziehungsweise als Hörbuch gehört von Poppy J. Anderson. Das ist der 2. Teil der Taste of Love-Reihe. Den letzten Teil habe ich ja gehört, also den ersten Teil habe ich letzten Monat gehört, also im Juli sozusagen. Und genau, jetzt habe ich den 2. Teil gehört. Wie gesagt, von Poppy J. Anderson ist das. Ich wusste tatsächlich auch gar nicht, ich gucke jetzt auch zwischendurch mal so, was die Autoren und so gemacht haben bisher, und habe da herausgefunden, dass Poppy J. Anderson, oder was sie eigentlich heißt, die Poppy J. Anderson oder so, weil sie ist deutsche Autorin, aber gut, auf jeden Fall hat sie schon 4 Bestseller geschrieben insgesamt und über 1 Million E-Books verkauft und gilt somit als erfolgreichste Autorin oder mit einer der erfolgreichsten Autoren in der Selbstpublikation im deutschen Sprachraum. Krass, hätte ich nicht gedacht. Naja, auf jeden Fall habe ich das zufällig dann halt nochmal so, ja, mitgekriegt. Genau, wie gesagt, der 2. Band der Taste of Love-Reihe spielt alles ja um Boston und irgendwie um Sue sozusagen. Und in dem 2. Band jetzt ging es um Nick O'Reilly, und Nick O'Reilly kennt man auch schon aus dem 1. Band. Er ist nämlich der, ja, der Koch in dem Restaurant, in dem es halt jetzt in den letzten Teil auch ging. Und eigentlich ist er ein recht rebellischer Küchenchef, aber er ist von voller Leidenschaft eigentlich dabei. Und er kreiert seine eigenen Rezepte und alles, und an einem Tag wird dann ein Artikel veröffentlicht von einer Restaurantkritikerin. Sie heißt Claire Parker Wickham. Claire Parker Wickham, was ist das für ein Name, Leute? Naja, egal. Auf jeden Fall wurde ein Artikel von ihr veröffentlicht, wo sein Restaurant bzw. seine Speisen, die er kreiert hat, nicht so gut wegkam. Zumindest nicht so, wie er es sich erhofft hatte. Und deswegen war er damit natürlich nicht einverstanden und hat dann kurzerhand Claire Parker Wickham aufgesucht und ja, eine Wette mit ihr abgeschlossen. Die geht 6 Wochen lang, und in den 6 Wochen möchte er sie von seinen Kreationen und von seinem Kochen begeistern und hofft, dass sie dann halt nochmal einen neuen Artikel schreibt. Und natürlich möchte er auch sie überzeugen, denn er fand sie von Anfang an total attraktiv. Genau. Ja, Leute. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das gegeben habe. Eigentlich habe ich da gar keine Lust mehr drauf, aber irgendwie habe ich das dann weitergehört, und es war zu dem Zeitpunkt ja ganz entspannt für zwischendurch. Ich glaube, ich habe nebenbei geputzt oder so, und dafür war es halt ganz in Ordnung. Auf jeden Fall, das Hörbuch insgesamt fand ich gut, und es war sehr einfach zu folgen. Die Sprecherin, ich glaube, das war eine Sprecherin, hatte eine sehr angenehme Stimme auf jeden Fall. Also man konnte sehr gut der Geschichte folgen, auf jeden Fall, auch wenn man nebenbei irgendwas gemacht hat. Das ging super. Ja, der Inhalt war okay, leichte Kost, würde ich mal sagen, für zwischendurch, nicht so wirklich anspruchsvoll. Und ich habe für mich jetzt beschlossen, die Reihe nicht weiter zu verfolgen, weil ich eigentlich gar keine Lust mehr auf sowas habe. Ich habe den ganzen jetzt 2,5 Sterne gegeben, weil es okay war, und für die Leute, die sowas halt gerne lesen und mögen, kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Vor allem das Hörbuch, das ist wirklich sehr gut, und auch das erste Hörbuch fand ich gut. Genau, also, ja, aber ich, wie gesagt, ich werde die Reihe nicht weiterverfolgen, weil
ich momentan eigentlich eher einige andere Sachen auf meinem Plan habe, die ich gerne lesen möchte und wo ich viel mehr Lust drauf habe. Und auf dieses Genre habe ich halt momentan einfach überhaupt keine Lust. Ich greife nicht mehr zu diesen Büchern. Und genau, deswegen seid gespannt auf mein Aussortier-Video, Leute. Egal, auf jeden Fall. Das war das allererste Buch, was ich jetzt gehört habe. Das zweite Buch ist aus einem etwas anderen Genre. Ich würde sagen, es ist eher Fantasy, aber halt auch auf eine gewisse Art und Weise eine Märchenadaption. Und zwar geht es um die Apfelprinzessin von Maya Shepherd. Das ist der erste Band der Grimm-Chroniken und ich habe erst später gesehen, dass diese Reihe 25 Teile hat. Why? Naja, auf jeden Fall habe ich das eigentlich auf BookBeat gesehen und habe gedacht, ja, klingt ganz interessant, ging auch nicht so lang, das waren irgendwie zweieinhalb, drei Stunden. Und da ich eh nie auf der normalen Geschwindigkeit höre, sondern eigentlich immer schneller, weil es sonst zu langweilig ist, zu langsam ist, war es halt noch schneller durch sozusagen. Sorry Leute für die Lichtverhältnisse hier. Das Licht, das wird die ganze Zeit heller und dunkler und heller und dunkler. Egal. Und zwar geht es in diesem Buch nicht um Märchen, sondern um die wahre Geschichte. Denn Märchen sind nur Lügen, die sich von Wilhelm und Jakob ausgedacht worden sind, also laut dem Buch. Und in normalen Märchen wird das Böse ja bestraft und das Gute lebt glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und hier ist es aber so, wir verfolgen hier einerseits Will und seine Freunde, die halt in der Gegenwart sozusagen, also in der Gegenwart spielt, im Hier und Jetzt. Und wir verfolgen so einerseits die Apfelprinzessin Mary in der Vergangenheit. Und am Anfang besucht Will seinen Vater, der ist in der Psychiatrie, weil er so ganz viele kuriose Sachen sagt. Unter anderem, dass die Märchen wahr sind und dass die Welt untergehen wird. Yes. So. Insgesamt finde ich das Setting, fand ich das ganz interessant. So, beziehungsweise die Geschichte, die Idee an sich fand ich interessant. Aber für einen ersten Band war es einfach viel zu kurz. Es war, man hat kaum was erfahren über die Leute selber, über die Geschichte, was spielt Mary für eine Rolle und weswegen soll die Welt untergehen. Also, es sind so viele Fragen da, die nicht beantwortet werden, beziehungsweise wo man halt viel zu wenig drüber erfährt. Und man, wie gesagt, finde vor allem über Mary erfährt man irgendwie ein bisschen zu wenig und ich verstehe auch nicht so ganz diese... Das wird sich wahrscheinlich später zusammenfügen, wenn man das weiter hören würde. Klar, aber es ist halt einfach für einen ersten Band waren es halt viel zu viele Fragen offen und es hat sich irgendwie... Ja, man kam halt dadurch so rein. Man hat, weiß nicht, wo zu 100% wer jetzt welche Rolle spielt. Und ja, es war halt einfach zu kurz. Und es hätte meines Erachtens besser ausgeführt werden können nochmal, sodass man halt nicht so viele Fragen hat nach dem ersten Band. Klar, wie gesagt, es gibt 25 Bände. Leute, da muss natürlich noch irgendwas kommen. Ich weiß noch gar nicht, ob die 25 Bände jetzt komplett um diese Geschichte von der Apfelprinzessin sich dreht. Genau, aber ja, es sind ja einfach 25 Bände und ich finde, man hätte es einfach länger machen können, dieses erste Buch. Und damit halt noch so ein bisschen besser, dass man in die Geschichte reinkommt, in die Rollen reinkommt von den Charakteren. Und ja, das hätte man halt irgendwie noch ein bisschen anders gestalten können, meines Erachtens. Deswegen von mir 2,5 von 5 Sternen. Und auch diese Reihe werde ich nicht weiter verfolgen, weil Leute, es sind 25 Bände. Und wenn das jedes Mal so ist, dass ich da sitze und mir denke, es war einfach viel zu kurz und irgendwie habe ich ganz viele tausend Fragen und ne? Nee, da habe ich keine Lust drauf. Genau. Aber ansonsten, es war halt okay. Aber es war so schnell vorbei, du warst gerade so irgendwie, es fing gerade erst an. Du hast das Gefühl gehabt, du hast jetzt gerade den Prolog gelesen. So fing das jetzt gerade an. Naja. Ja, das dazu. So, und jetzt kommen wir schon zu dem Buch, was ich gelesen habe und nicht als Hörbuch gehört habe. Das Buch steht auch auf meiner Liste für, wow, einmal so viel Licht hier. Das Buch stand auch auf meiner Liste für, oder war in meinem Video mit den Büchern, zu denen ich sonst eigentlich nicht gegriffen hätte. Und zwar handelt es sich um Der Zopf von Letizia Colombani. Genau, das da habe ich euch in dem Video ja schon mal vorgestellt auf jeden Fall. Und das habe ich dann direkt, dachte ich mir, fange ich doch mal an zu lesen. Und in diesem Band verfolgt man sozusagen drei Frauen, einmal Smitta, Julia und Sarah.
Und deren Wege sind, oder Lebenswege sind einfach von Grund auf unterschiedlich oder komplett verschieden. Man hat hier sozusagen drei Frauen in verschiedenen Stadien der Emanzipation, die man halt verfolgt. Und einerseits geht es halt um Smita. Smita lebt in Indien zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Mann. Und sie kämpft für alles darum, dass ihre Tochter lesen und schreiben lernt dort in Indien, was sie halt niemals erreicht hat und niemals machen konnte. Was ja auch, ich denke mal, viel der Wahrheit auch in echten Indien entspricht, dass halt viele Frauen einfach nur ja, Hausfrauen sind oder halt auch einfach irgendwelche Scheißjobs haben, wie zum Beispiel auch Smita in diesem Buch, um sich ein bisschen was an Geld zu verdienen, aber halt nicht so in die Gesellschaft integriert sind wie die Männer zum Beispiel. Und genau, einerseits, wie gesagt, verfolgen wir Smita, zum anderen Teil verfolgen wir Julia aus Sizilien und ihr Vater hatte gerade vor kurzem einen Unfall und sie übernimmt die Perückenfabrik, die einzige Perückenfabrik, die es in Palermo noch gibt sozusagen von ihm. Es ist ein Familienunternehmen und sie stellt dann irgendwann mit Erschrecken fest, dass das Familienunternehmen kurz vor dem Ruin steht und sie muss sich jetzt irgendwie eine Lösung dafür einfallen lassen. Das ist Nummer zwei. Und die dritte Frau, die wir noch verfolgen, ist Sarah. Sarah ist eine alleinerziehende Mutter, die in Montreal wohnt und meine Kamera hat gerade gestoppt, sorry. Auf jeden Fall ist sie eine der aufstrebenden Anwälte in ihrer Kanzlei und steht kurz davor, ja, die erfolgreichste Anwältin dort zu werden und aufzusteigen sozusagen, bis sie davon erfährt, dass sie an einer sehr schweren Erkrankung leidet. Und genau, muss jetzt irgendwie damit umgehen. Ja, sie halt plötzlich schwer krank ist. Ja, also einerseits fand ich das Buch erschreckend realistisch. Also ich denke mal, es ist sehr gut angepasst, auch auf die heutige Zeit. Oder vielleicht nicht komplett hundertprozentig, aber schon sehr gut, also sehr realistisch aus meiner Sicht. Ich finde es gut, dass man die verschiedenen Rollen der Frauen hier sozusagen in verschiedenen Stadien sozusagen verfolgt und es ist super erschreckend, dass es in vielen Ländern immer noch keine Gleichstellung gibt zum Mann und ja, dass Frauen teilweise deutlich mehr für ihre Rechte und auch für andere Sachen kämpfen müssen als Männer und genau, wie gesagt, ich denke, es ist in vielen Ländern immer noch so und deswegen finde ich, das Buch hat es auch sehr gut dargestellt. Ich habe allerdings auch so ein paar Kritikpunkte an dem Buch. Zum einen hätte man das trotz dem irgendwie alles noch ein bisschen mehr ausführen können. Das Buch ist halt auch nicht sehr dick. Es hat halt ja, noch nicht mal 300 Seiten. Deswegen kommt man halt gerade so in die Geschichte so richtig rein. Und dann ist es irgendwie schon vorbei, weil man ja auch drei Frauen verfolgt und nicht nur eine Frau. Deswegen finde ich, hätte man das noch ein bisschen mehr ausführen können. Und ich habe mit der einen Protagonistin, der Sarah, nicht sehr gut sympathisiert tatsächlich. So ein paar Ansichten habe ich nicht so geteilt. Was genau, werde ich jetzt nicht sagen, weil ich möchte euch natürlich nicht spoilern. Aber es ging mir halt im Großen und Ganzen so, dass ich halt mit ihr nicht so gut sympathisieren konnte, wie jetzt mit den anderen beiden, mit Smita und Julia. Und ansonsten finde ich aber die Grundidee sehr gut. Und deswegen hat es mir auch im Großen und Ganzen gut gefallen. Ich habe gar nicht aufgeschrieben, wie viele Sterne ich denen gegeben habe. Ich bin der Meinung, es waren 4 von 5 Sternen. Ich habe es noch nicht aufgeschrieben. Genau. Das waren jetzt die Bücher, die ich im August gelesen habe. Und jetzt kommen wir zum September. Und ich habe sehr viele tolle Bücher gelesen in diesem Monat. Und ich freue mich sehr, euch diese jetzt vorzustellen. Ich habe, wie gesagt, insgesamt 7 Bücher gelesen, davon 2 Hörbücher gehört. Und 2 englische Bücher waren auch dabei, die ich gelesen habe. Und ich habe auch eine Reihe beenden können diesen Monat. Als erstes kommen wir zu einer Buchempfehlung von der lieben Andrea, von Andrea Wintermädchen, von dem YouTube-Kanal. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Ihr Kanal ist verlinkt. Und zwar hat sie mir dieses Buch hier empfohlen, und zwar Namiko und das Flüstern von Andreas Sashi. Sashi? Wenn man es so ausspricht? Sorry. Genau, ich habe das auch bereits schon einmal verschenkt, dieses Buch. Genau, das ist jetzt mein Buch auf jeden Fall. In diesem Buch geht es um einen namenlosen Journalisten, beziehungsweise uns namenlosen Journalisten aus Hamburg, der sich auf die große Reise nach Japan begibt, um dort über die Zen-Gärten zu schreiben. Eines Tages, als er durch einen Zen-Garten gerade unterwegs ist, begegnet er der schwarzhaarigen Namiko und die beiden lernen sich kennen und Namiko spürt verborgene Geschichten auf,
für die man zum Lesen kein Buch braucht. Und genau, ihre Worte haben so eine Intensität und Ausdruckskraft, dass der Protagonist von ihr total berührt ist und ja, spürt, dass halt Namiko und halt auch die Gärten so viel mehr ihm zu sagen haben, als er vorher irgendwie anfangs gesehen hat oder ja, ihm noch verborgen waren sozusagen. Genau, und auf einmal steht er vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens. Ja, weswegen müsst ihr dann selber lesen. Auf jeden Fall nimmt Namiko den Protagonisten mit auf eine Reise voller besonderer Orte, die man dort in diesem Buch halt auch kennenlernt und ja, beschrieben bekommt und auch interessante Anekdoten von ihr dort zu lesen bekommt. Namiko ist eine Person, die total voller Lebensfreude ist und sie sieht halt die Welt auf ihre eigene Art und Weise und beschreibt das halt auch auf ihre kreative Art und Weise. Warte mal, nicht ausgehen. Und ich habe hier noch das Zitat, das steht hier, stimmt auf dem anderen Buch, was ich hatte, schon das drauf. Auf jeden Fall habe ich es mir hier aufgeschrieben und möchte es euch ganz gerne einmal vorlesen. Das beschreibt den Roman meines Erachtens sehr, sehr gut. Und zwar ein Roman über die Liebe, die Weisheit, der Intuition und eine Reise zu sich selbst, poetisch, romantisch und von so zarter Schönheit wie eine japanische Kirschblüte. Ja, Leute, das beschreibt es so gut. Also, ich fand dieses Buch einfach nur wundervoll. Also, man hat erstmal diese wunderschöne Kulisse von Kyoto und den Zen-Gärten, was einfach mega schön ist. Also, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und man lernt auch so ein bisschen die Schriftzeichen in dem Buch kennen und halt auch deren Bedeutung, dass es auch verschiedene Bedeutungen haben kann. Und so ein bisschen halt natürlich auch Tradition und Kultur. Also, es hat mir, was das angeht, super, super gut gefallen und ich kann es, wenn ihr auf sowas total empfehlen. Und einerseits ist es natürlich auch eine ganz besondere, meines Erachtens schmerzlich, aber schöne Geschichte. Zwei Menschen, die halt auch irgendwie auf ihre eigene Art und Weise kommunizieren können, ohne auch miteinander zu reden. Es geht halt, wie gesagt, um die Stille und über das, was Worte niemals halt ausdrücken könnten. Und das beschreibt es halt sehr, sehr gut, finde ich. Und ich finde es auch sehr ergreifend. Also ich fand die Geschichte schön, ergreifend, traurig, alles irgendwie. Also meine ganzen Emotionen waren da irgendwie alle mit bei. Und ja, es hat mich einfach nur total begeistert. Ich habe das im Urlaub gelesen und es war sehr, sehr schön. Und genau, kann mir gut vorstellen, dass das eine der schönsten Liebesgeschichten überhaupt ist, aber auf eine andere Art und Weise, als sie es sonst sind. Also genau. Es ist halt nicht so diese typische Liebesgeschichte, die man sonst aus jedem zweiten Roman kennt. Genau. Tja, also ich bin total begeistert und ich halte dieses Buch sehr in Ehren. Danke, Andrea, für die tolle Empfehlung auf jeden Fall. Und es hat mir sehr viel Freude bereitet, dieses Buch zu lesen. Und ich werde es sicherlich irgendwann nochmal rereaden, einfach weil es so schön war und ich die Kulisse so toll fand und die Geschichte so toll fand. Und ja, genau. Also von mir total verdiente 5 von 5 Sterne, einer meiner Highlights dieses Jahres, ja, absolut. Als nächstes kommen wir zu einem Thriller, das habe ich aber als Hörbuch gehört. Das haben mein Freund und ich zusammen gehört, als wir nach Rügen gefahren sind, Anfang September. Da haben wir dann auf der Hinfahrt den Anfang gehört und auf der Rückfahrt den Rest dann noch gehört. Und zwar haben wir Die Chemie des Todes von Simon Beckett gehört. Genau. Und ich denke mal, viele von euch werden es kennen, es ist ein Thriller und es geht hier um David Hunter, beziehungsweise in der gesamten Reihe geht es um David Hunter. Und er war eines der bekanntesten und sowohl auch mit beste Rechtsmediziner Londons, beziehungsweise Englands. Und nach dem tragischen Unfall von seiner Familie, seiner Tochter und seiner Frau, ja, hat er der Welt den Rücken zugekehrt sozusagen, seiner alten Welt und wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ist daraufhin dann auf ein Dorf gezogen, das heißt Manham, und hat dort eine Stelle als Allgemeinmediziner angenommen, zusammen mit einem Kollegen, der dort bereits arbeitet, und zwar dem Dr. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Mayland? Genau, dort arbeiten die zusammen in einer Praxis und der Dr. Mayland weiß aber nichts über seine Vergangenheit, wo er herkommt, was er vorher gemacht hat.
Und eines Tages verschwindet Sally Palmer, eine Bewohnerin aus dem Dorf, und wird dann irgendwann tot aufgefunden, und zwar mit Schwanenflügeln an ihr dran. Der Chefinspektor McKenzie findet dann heraus, als er in seiner Vergangenheit rumgeschnüffelt hat, dass er halt Rechtsmediziner war und drängt ihn sozusagen dazu, die Leiche zu obduzieren, obwohl er das eigentlich erst gar nicht wollte. Währenddessen verschwindet aber bereits die zweite Bewohnerin und es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und David wird als erster verdächtigt, weil er halt noch der Fremde im Dorf ist, der halt dazugezogen ist, obwohl er schon seit 3 Jahren dort wohnt. Ja. Also, ich kann dazu sagen, ich finde die Charaktere super, den Schreibstil, die Idee, den Plot sowie auch die Auflösung finde ich richtig gut. Also im Großen und Ganzen eine sehr gut gelungene Geschichte. Es ist einfach, aber auch total spannend zu verfolgen. Das Hörbuch war auch sehr gut erzählt und irgendwie ein schockierendes, einzigartiges Szenario. Also auch mit diesen Schwanenflügeln und so. Also wenn ihr das Buch lest, dann wisst ihr, wovon ich rede, was da auch noch kommt. Und man wird als Leser auf jeden Fall auf die falsche Pferde geführt. Man weiß wirklich bis zum Ende nicht, wer ist es. Man vermutet, aber man weiß es auf jeden Fall nicht genau. Und ja, wie gesagt, Hörbuch war super, Sprecher total toll, ich war sehr begeistert. Der Storyaufbau hat ein bisschen gedauert, deswegen habe ich ein bisschen abgezogen, aber im Großen und Ganzen 4 von 5 Sterne und auf jeden Fall sehr verdiente 4 von 5 Sterne. Und wir sind jetzt schon am zweiten Hörbuch dran und freuen uns auf jeden Fall zu hören, wie es weitergeht. Als nächstes habe ich auch ein Buch aus dem Science-Fiction-Bereich gelesen, tatsächlich. Kommt nicht so oft vor, aber genau, ich hatte sehr viel Lust auf dieses Buch und ich rede von Der Astronaut von Andy Weir, dem Autor von Der Marsianer. Ich habe dieses Buch sehr geliebt und deswegen war ich sehr gespannt auf diese Geschichte hier, was er uns hier zu bieten hat. Und ich mochte auf jeden Fall in Der Marsianer seinen sehr humorvollen Schreibstil und hatte gehofft, das hier wiederzufinden. Auf jeden Fall, in diesem Buch geht es um Ryland Grace und er erwacht ganz alleine. Und er ist offensichtlich der letzte Überlebende einer Raumfahrtmission. Er ist Millionen von Kilometern von der Erde entfernt auf dem Weg zum Tau Ceti-Sternsystem. Heißt es so? Tau Ceti? Ich hoffe, man spricht das so aus. Er weiß allerdings nicht, warum er da ist und was er da überhaupt machen soll. Er hat halt keinerlei Erinnerungen mehr. Und alle anderen Besatzungsmitglieder sind tot. Es sind noch 2 andere da gewesen, die sind, wie gesagt, gestorben. Und bis ihm halt irgendwann klar wird, also er hat halt keine Erinnerung mehr, die kommen halt Stück für Stück wieder zurück, sehr langsam. Und irgendwann wird ihm klar, dass er auf einer Mission ist, um das Leben auf der Erde zu retten oder die Zukunft der Erde zu, der Erdbevölkerung halt zu retten. Und genau, man springt halt in dem Buch eigentlich immer hin und her zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Um halt auch so ein bisschen herauszufinden, was der Zusammenhang ist, warum ist er auf die Raumfahrtmission überhaupt gegangen und genau, wie kam überhaupt alles dazu, dass die Erde bedroht war, auszusterben. Ja, genau, also die Erinnerungen des Protagonisten kommen halt immer Stück für Stück zurück und auch der Leser erfährt dann Stück für Stück, was passiert ist. Genau. Also insgesamt finde ich die Idee super, super gut und interessant und von Anfang an fand ich sie sehr interessant. Man erfährt super viel zum Hergang der Geschichte, also man hat auf jeden Fall keinerlei offene Fragen mehr. Man wird halt Stück für Stück langsam aufgeklärt über alles, wie es überhaupt zu irgendwas kam. Ich fand den Plot richtig gut, sowie auch das Ende war sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr spannend, aber ich hatte so einen kleinen Kritikpunkt, dass es mir zeitweise leider zu wissenschaftlich war. Also es war dann doch zu viel Physik und Wissenschaft und war drin und ich dachte mir so, meh, was ist das denn jetzt hier? Also es war okay zu lesen, aber es war halt irgendwie, es zog sich dadurch total. Und deswegen hatte ich halt auch zeitweise das Problem, dass ich halt sehr langsam durch die Geschichte gekommen bin. Am Ende ging das dann super schnell, also so ab der Hälfte habe ich das in einem Rutsch durchgelesen, weil es dann halt richtig spannend wurde. Aber es hat sich halt vorher durch die ganzen wissenschaftlichen Sachen total gezogen, leider. Deswegen habe ich den ganzen einen Stern abgezogen, aber trotzdem verdiente 4 von 5 Sterne eine sehr gelungene Geschichte. Eine meines Erachtens super, super krasse Geschichte. Also der Plot ist einfach genial, Leute. Also ich finde, das ist nochmal so von dem Plot und so nochmal Next Level als Marsianer. Aber ich fand den Marsianer insgesamt halt einfach
besser, weil der Schreibstil einfacher war, er war humorvoller, also es war halt deutlich einfacher auszulesen, als jetzt das mit diesen ganzen wissenschaftlichen Krams da drin. Was irgendwie Sinn gemacht hat, aber es war halt mir dann doch zu viel. Deswegen 4 von 5 Sterne, aber sehr verdient, aber trotzdem ein super, super gutes Buch. Als nächstes kommen wir jetzt zu dem ersten englischen Buch, was ich gelesen habe. Und zwar It's the One and Only Harry Potter. Genau, den ersten Band habe ich auf Englisch gelesen. Ja, also ich habe echt gedacht, es wäre vielleicht doch ein bisschen schwerer zu lesen, aber ich kam so gut rein. Also ich war total in diesem Harry Potter Modus drin, ne? Weil langsam kommt der Herbst, es wird langsam kühler. Es ist, beginnt die Harry Potter Zeit. Es ist halt einfach so. Und ich hatte so Lust drauf und dachte so, ah, dann liest es doch einfach. Und es war zack weggelesen. Also ich glaube, ich habe es an einem oder zwei Tagen, zwei Abenden, also ich habe nicht länger gelesen daran. Es ging super schnell durch. Ich meine, ich kenne die Geschichte, es ist schon klar, aber ja, es war super gut zu lesen. Es war einfach nur super toll, wieder in die Welt einzutauchen von Harry Potter. Ich liebe es abgöttisch. Genau, hier jetzt keine Bewertung von diesem Buch, weil I love Harry Potter. Also ich muss dazu, glaube ich, nichts mehr sagen. Und auch zur Geschichte nicht, weil ich denke, jeder kennt es. Und ja, auch auf Englisch hat es mir super gut gefallen und ja, ich liebe diese Cover, Leute. Die sind total schön, also von der englischen Ausgabe. Ich finde zwar, die englischen sind, glaube ich, noch ein bisschen schön, also die englischen. Die Hardcover sind, glaube ich, noch ein bisschen schöner. Hier macht man dann noch ein bisschen Leserille rein, also das lässt sich gar nicht vermeiden, weil sich das gar nicht so gut aufklappen lässt. Aber oh, es ist so schön, ich liebe es total. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, was der letzte Band einer Trilogie ist und habe da einmal diese Reihe beendet. Und zwar spreche ich von Tribute von Panem. Ich habe es endlich geschafft, diese Reihe zu beenden. Ich habe vor Ewigkeiten damit angefangen, diesen Teil zu lesen und habe es dann irgendwann nicht mehr geschafft, es zu beenden. Und das war halt kurz vor meiner Nicht-Lesephase-Zeit. Und genau, deswegen lag es dann halt immer noch rum und es war noch nicht zu Ende gelesen und deswegen habe ich es einfach dann nochmal gelesen und jetzt komplett. Und ich habe die Reihe jetzt endlich beendet. Man merkt echt, dass trotzdem noch ein paar Unterschiede zu den Filmen da sind. Aber insgesamt hat es mir auch sehr gut gefallen, auch hier ohne Bewertungen. Tribute von Panem kennt jeder und ja, es ist halt für mich nichts Neues, weil ich die Filme kenne, deswegen für mich außerhalb von, auch außerhalb der Bewertung sozusagen. Yes. Und dann das nächste englische Buch. Wer könnte es sich schon denken, um was es sich handelt? Der zweite Band Harry Potter. Genau. Ja. Auch hier super schönes Cover. Es ist wunderschön. Auch das ließ sich so, so gut lesen. Und ich freue mich so auf den dritten Band, weil der dritte Band war immer mein liebster Teil von den Filmen zumindest. Von den Büchern damals, auf die ich sie auf Deutsch gelesen habe, war, glaube ich, der zweite Band mein liebster oder der vierte. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall, der dritte war halt immer mein Lieblingsfilm. Und deswegen freue ich mich sehr auf den dritten Band. Und ich schaffe es, ihn jetzt im Oktober dann zu lesen. Als allerletztes habe ich noch ein Hörbuch gehört. Und zwar habe ich dieses Buch auch nicht hier. Ich werde euch das hier wieder einblenden, das Cover. Und zwar handelt es sich um Die Pest von Albert Camus. Oder Camus, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall geht es hier in diesem Buch oder in dem Hörbuch um die Stadt Uran und hier kommt es zu rätselhaften Ereignissen. Und zwar kommen die Ratten aus den Kanälen und verenden auf den Straßen und bleiben dort tot liegen. Kurze Zeit später kommt es dann dazu, dass die ersten Menschen an einem heimtückischen Fieber sterben. Und ja, alles beginnt so ein bisschen in Aufruhr zu kommen und es wütet dann halt die Pest in Uran und die Stadt wird dann von der Außenwelt komplett abgeschottet und isoliert und es ist sozusagen kein Entkommen mehr möglich. Alle sind eingeschlossen. Ja. Und hier steht auch nochmal dabei, Albert Camus seziert das menschliche Handeln im Angesicht der Katastrophe. Und ich finde, genau das spiegelt sehr viel aus der heutigen Zeit jetzt zur Corona-Krise wieder. Ich muss sagen, es sind schon einige Parallelen dazu, jetzt momentan zu finden oder in der Vergangenheit, zum Anfang der Corona-Pandemie, zum Beispiel, wo Wuhan abgeschottet worden ist, komplett, also es ist ja theoretisch ein sehr ähnliches Szenario wie jetzt hier, nur dass es halt vielleicht noch ein bisschen anders war, aber es ist
ist schon realistisch. Es ist schon realistisch. Also hätte ich das vielleicht vor 3 Jahren, 4 Jahren gelesen, hätte ich gesagt, ja, vielleicht. Aber absolut realistisch, Leute. Also es ist beängstigend realistisch gewesen, das, dieses Buch zu hören. Und auch diese Atmosphäre, es war halt ziemlich so, es lief mir teilweise echt ein bisschen kalt in den Rücken runter, muss ich sagen. Ja, genau, man erkennt gut die Stadien halt auch, die Menschen dort durchlaufen, von Anfang von, ja, was ist denn hier überhaupt eigentlich los? Und am Ende irgendwie Panik. Also das erkennt man sehr, sehr gut. Ich fand das Hörbuch super. Ich fand den Sprecher wirklich, wirklich toll. Er hat das wirklich sehr gut rübergebracht, meines Erachtens nach. Und zeitweise war es zwar recht philosophisch, ist ein bisschen philosophisch abgeschweift, aber ich fand das sehr gut zu folgen und ich fand das auch als Hörbuch super. Ich habe es in 2 kleinen Sessions, sozusagen, oder in 2 längeren Sessions durchgehört komplett. Und ich bin total begeistert, von mir auch 5 von 5 Sternen, weil ich finde, das ist absolut realistisch, sehr gut geschrieben und auch das menschliche Handeln, wie gesagt, kommt hier sehr gut rüber. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen und ich bin sehr gespannt, nochmal ein paar, oder das eine oder andere Buch von Albert Camus auch nochmal zu lesen. Heißt es jetzt Camus? Eigentlich heißt es Camus, weil es kein Ü ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Ich bin nicht gut im Namen aussprechen. Aber genau, jetzt hat mich sehr, sehr positiv überrascht auf jeden Fall und war auch eines meiner Highlights in diesem Monat auf jeden Fall. Also ich fand, es waren absolut tolle Bücher im September jetzt. Also es war wirklich, wirklich toll. Und ich freue mich auch sehr auf den nächsten Monat. Ich habe jetzt nämlich schon 2 Bücher angefangen und das eine habe ich schon halb durch. Also seid auf jeden Fall auf den nächsten Lesemonat gespannt. Und ich filme aktuell auch einen kleinen Vlog für euch mit, in dem ich jetzt ja, euch so ein bisschen mitnehme, auch an dem heutigen Tag, was ich so lese, was ich so mache und so weiter. Vielleicht interessiert euch das auch. Das kommt auf jeden Fall auch demnächst. Und das kommt auf jeden Fall auch noch demnächst mein Aussortiervideo. Es wird ein bisschen länger, also macht euch auf jeden Fall drauf gefasst. Ich werde oder habe radikal aussortiert. Es sind super viele Bücher weggekommen. Ich habe tatsächlich gar nicht gezählt, aber es waren sehr viele Bücher. Also seid gespannt auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und das war jetzt mein Lesemonat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.